Einen wunderschönen guten Tag erlaube ich mir zu wünschen. Ah, Growth gerade verpasst. Wie viel Holz habe ich denn? Habe ich den wirklich verpasst oder? Hier. Oh ja, ne. Da habe ich genug, genug. Und von dem normalen Holz brauche ich ja nicht wirklich was. Ne? Das verarbeitete Holz als Brett, das wird gefragt. Also von jedem habe ich hier von den Bernstein tatsächlich. Oh, nee. Ja, durch die Kiefern, ne? Das ist klar, da, wenn ein Grove ist, da habe ich sogar ein paar mehr. Aber ansonsten habe ich von jedem, also von jeder Sorte eins, damit ich weiß, wie es aussieht. Da war ich neugierig. Will ja schon wissen, womit wir es zu tun haben, ne? Kann ich das nicht ein. Warum ging das nicht? Ach so, weil ich es nicht verkaufen kann. Ja, okay. Ich habe ja die Verkaufskiste offen. So. Gut. Ich habe mir überlegt, da ich ja mit den anderen NPCs da draußen ein bisschen quaken will, Bahari, werde ich dort mich wieder nach den Glühwürmchen umschauen. Obwohl, jetzt ist gerade die Zeit, ne? Habe ich es ja im Grunde genommen schon ein bisschen verpasst. Pass auf, das Ei kann ich auch essen. Dann flitzen wir mal los. Verlitzen mal los. Machen wir mal sozusagen die Spätschicht. Obwohl, eigentlich eher Frühschicht, ne? Frühschicht fängt ja so um 4 Uhr an. Obwohl, nee, Quatsch, Blödsinn. Die Glühwürmchen sind ja nur bis 3 Uhr aktiv, ne? Sind ja nur bis 3 Uhr aktiv. So. Gibt's irgendwo Grove? Glühwürmchen? Okay, hier ist nix. Ich sehe auch nirgendwo welche. Ah, da ist einer. Da ist einer. So. Nehmen. Jetzt habe ich ihn. Ach, jetzt hat der gebremst, der Aas. So, einen Honigköder habe ich vergessen mitzunehmen. Warum auch? Obwohl, das wäre eh zu knapp, ne? Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Kommt dann, flitzen wir mal ein bisschen. Da ist auch noch einer. Bei den Motten ist es so, ich würde draufkloppen, wenn ich eine sehe, aber das Plüschi wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht so dringendst wichtig. Ich finde die eigentlich ganz hübsch, oder? Weil ich habe bei einer anderen Streamerin gesehen, die sehen schon ein bisschen so aus, als würden sie leuchten. Also zumindest ist das so ein giftiges Grün, ne? Das kommt gut. So. Da ist ja ein Grove. Sind sie da oben schon am Wegkloppen? Ne? So, da unten war auch noch immer einer, ne? Ja. Den haben sie schon weggehauen. Der ist auch nicht mehr da. Gut. Dann gehe ich noch ein bisschen. Da unten war doch gerade auch noch einer, oder? Nee, doch nicht. Oh, hallo. Jetzt rennt er in die Richtung, der Simbel. Ich fahr zu langsam.
Also schon wieder weg. Sag mal. Ich scheue ich den mal wieder nach oben. Ja, nicht da lang, Schatz. Ja, so schon eher. Da oben kriegt das vielleicht noch jemand mit und macht mit, aber dann halt nicht. Ja, egal. Wieso halt meine? Oh. Schön. So ein Dreck. Wo ist denn der jetzt hin? Wen? Von ihm? Ernsthaft? Da unten ist, da unten steht er, da unten steht er. Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Gut. Da oben habe ich Hackerei gehört. Es ist jetzt auch schon 3 Uhr. Das heißt, die Glühwürmchen sind eh weg. Mal gucken, ob ich noch irgendwas eintüten kann. Klingt. Ja, genau. Thank you. Ich hatte andere Dinge zu tun. Gut. Dann jetzt nur noch ein paar Blümchen eintüten und die Leute anquatschen. Die Uhrzeit ist die ja eh am Pennen. Ja, ich mach da eine Biege von da hinten lang. Gucken, ob ich da noch ein paar Blumen abgreife und dann gehe ich nach Norden. Nur stracks nach Norden. Da oben scheint nichts zu sein. Blümchen. Ich bin heute ein bisschen. Oh! Doch! Achso, warte mal. Ich muss ja damit rechnen, dass da was rauskrabbelt. Ist ein bisschen klein, das machen wir mal weg. Ansonsten machen wir nur die Steine weg, ne? Das ist nur ein Süßblatt. Kratz mich nicht. Okay. Oh, da ist da. Da. Dim. Echt jetzt hier in der Ecke? Okay. F5. Ist ein Dicker, ne? Kriege ich nicht alleine.
So, haben wir hier irgendwo Blümchen? Nö. Da hinten ist nur ein Pilz. Ja, seit wenn man die Dinger selber züchten kann, interessiert er sich nicht so wirklich die Leute für, kann das sein? Ach, du nur. Ja, du nur. Da gibt's doch kein Plüschifund hier. Was willst denn du? Oh, Schande, ey. Na, kommt kein Schwein. Das verkommt dann jetzt genauso wie beim Palium. Das kannst du alles selber looten. Du brauchst dann jemandem Bescheid sagen, ne? Außer halt die dicken Bäume, aber die kannst du auch selber bauen, von pflanzen. Von daher kratzt das irgendwie die Leute nicht mehr so. Schade. 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 Ich meine, die Pilze wären auch, dass die Marienkäfer ausspucken können. Ich bleib mal noch so ein bisschen hier in der Gegend, obwohl ich nicht glaube, dass da noch jemand kommt. Weil hier hinten war auch öfter mal so ein Pilz. Ja, ja super. Ach, das ist das, was dann so... Ah, okay. Ist noch am Leuchten. Kommt aber kein Mensch. Nee, Leute, also. Habt dann auch Besseres zu tun. Wie gesagt, so dringend sind die nicht. Also ich meine, die sind nur aus Blumen rausgekommen, nicht aus Pilzen, aber ich würde es nicht beschwören wollen. Aus dem Süßblatt kommen jedenfalls keine, also bisher, das wäre mir aufgefallen. Aber ich habe die ja meistens auch ignoriert, die Marienkäfer, ne? War mir ziemlich egal. So. Hier wollen wir mal gucken. Da ist nur Eisen. Da ist Dings. Hier ist nix. Ob ich mitmischen kann. Yay! Sehr schön. Dim, dim, dim. Achso, ja. Da ist auch ab und zu noch so ein Blümchen. Da oben eher nicht. So, Tamala muss auch so langsam mal aus den Federn steigen.
Ja, ist nix. Gut. Das ist Parium, ne? Ja. Wie heißt das nochmal? C2. C2. Above. Brauch ja keins. Brauch ja eigentlich keins. Aber man kann nicht vorbeigehen, also ist nicht. Das Tollste an diesem Spiel ist ja, dass man gemeinsam Zeug looten kann. Dass man sich im Grunde genommen nichts gegenseitig wegnimmt. Weder in der Gruppe, noch eben alleine. Und das gemeinsame Weghacken von Bäumen ist auch cool. Problem ist halt, ne, dadurch, dass man die jetzt selber pflanzen kann, brauchen es die Leute nicht wirklich. Wenn wir vielleicht nochmal ein paar neue Items bekommen mit, wo man... Wie ist das hier? Hell. Wo man dieses Palium und eben vor allen Dingen das besondere Holz braucht. Aber da braucht man ein paar neue Rezepte, neue Möbel oder so. Nee, so mal nebenbei. Bist du wegen meiner Tränke zurück oder wegen meiner Gesellschaft? Ja, ich bin mir nicht so sicher wegen was, Schatz. Schnucki. Schatz ist bei ihr schon nicht mehr. Nee, eher Schnucki. Eher Schnucki. Falls du Beschwerden darüber gehört hast, dass das, was ich tue, illegal ist, dann will ich dir mal ein paar Dinge sagen. Das Brauen von Tränken an sich ist genauso wenig verboten wie deren Verkauf an die Grimalken oder Menschen. Wenn eine praktizierende Mairi wie ich einen Zaubertrank an andere Mairi verkaufen würde, wäre das vielleicht etwas heikler. Ja, vor allen Dingen, du darfst ja eigentlich sowas auch nicht besitzen, ne? Nicht, du darfst das nicht kaufen, du darfst das auch nicht mischen. Wenn dir ein behaarter Tausendfüßler über den Weg krabbelt, kannst du ihn vielleicht für mich einfangen? Ich arbeite gerade an einem besonderen Gepräufer, da ich genau diese Zutat brauche. Nee, ich habe nur deine glänzende da, ne? Da. Ja, glänzend. Und weg ist sie. Husch. Husch, weg ist sie. Hier ist es ein bisschen dunkler, aber die Lampe ist nicht... An, die geht abends an, ne? Also als ich letztens hier reinkam, war die nämlich super grell. So. Und da oben gibt es auch ab und zu solche Blumen. Flitzen wir mal da oben lang. Muss hier sowieso am Strand entlang tapsen. Also muss nicht, aber will. Nee, du bist nur eine normale Rindenzikade. Du fliegst gar nicht weg. Was ist mit dir kaputt? Batterie leer oder was? Das ist schon wieder Palium. Ach nee, Quatsch, das ist ein... Ich dachte eben, das wäre ein Stein. Nee, das ist ein Wolf. Von dem habe ich ja so ein Plüschi. Das langt. Xernux wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Ein Xernux-Plüschi. Ich mag das, wenn die so auf ihrem Hintern sitzen. Das sieht sehr knuffig aus. Stein.
eine Blume. Wo sind die ganzen Tiere? Da hinten steht jemand. Einsam und verlassen. Ganze Kumpels sind ein Trinken, du bist hier alleine, hä? Achso, ich wollte gerade sagen, das klang im ersten Moment so, als wäre hier was verdächtig Cooles. Aber der hat nur anscheinend mit dem Bannfeld den armen kleinen Stinky abgeballert. Das war so ein Overkill, ne? Oh, Blümchen. Blümchen ist am Leuchten. Moment. Schnell, schnell, schnell. Oh, da ist ein Pallium. Obwohl, ich kann ja eigentlich auch auf das Ding drauf feuern. Die denken sich dann wahrscheinlich auch, warum zum Geier soll hier am Popo der Welt was sein. H2. Ostküste. Ja, eigentlich Nordküste, ne? Nicht Ostküste, weil Küste ist eh im Osten, du Dussel. Wurscht. Und es ist ja nicht wirklich an der Küste. Es ist ja... Ja, gut. Komm. Es ist ziemlich... Es ist zumindest markiert. Und ich habe ja die Kartoffel. Pff. Jawohl, es ist ohne Sternen. Von daher ist auch in Ordnung. Ich habe es ja mit einem Flare-Pfeil markiert. Beziehungsweise es ist ja... Im Text habe ich gesagt C2. Das reicht. Leute werden sich schon so oder so wundern. Klang. Heute war es ein bisschen anstrengend auf der Schulung. Also eigentlich ist es Metall die ganze Zeit nur anstrengend. Aber nicht wegen der Schulung, sondern wegen der Leute. Sei denn natürlich, wir machen irgendwas, was mich unfassbar langweilt. Das ist natürlich auch in gewisser Form anstrengend, aber wenn wir gar nichts machen und dann so tun, als hätten wir zu tun, ne, finde ich es ätzend. Ich bin ein Streber, ich bin ein absoluter Streber. Ich mag es einfach nicht, da einfach nur dumm rumzusitzen und den Tag irgendwie verstreichen zu lassen. Das finde ich... Nichts schaffe kann ich ADHM. Dann brauche ich da nicht mal einen Hintern platt zu sitzen bei denen. Wenn die dann, ne, also, dann... Man zieht sich dann auch ein bisschen Unmut zu, weil die anderen keinen Bock haben, was zu machen. Und wenn du dann sagst, ja, hier, machen sie mal, ne? Statt von Privatscheiß zu reden, könnten wir jetzt mal Aufgaben durchnehmen oder so. Dann wirst du, ja, das wird man nicht jetzt unbedingt geteert und gefedert. Aber begeistert sind sie auch nicht. Und heute war es dann so, dass der eine, der so eine faszinierende Gedankenstruktur hat im Sinne von, er denkt was und spricht es sofort aus, um ohne vor mal das Ganze zu reflektieren. Und ich habe das Gefühl, jedwede Verschwörungstheorie hat er irgendwann mal gelesen. Und ja, das ist so, ich weiß das. Ja, bitteschön, woher denn? Wie kommst du da drauf, dass du das weißt? Aber er weiß alles, ne? Also er hat da voll Plan und oh. Er quatscht einen dann immer voll, wie irgendwelche Leute da oben nicht wollen, dass er auch nach oben kommt. Und ja, also ich finde es halt anstrengend.
Und wenn dann jemand halt seine Litanei unterbrechen möchte oder eine Gegenfrage, dann wird er lauter, damit man ihn nicht übertönt. Das ist, ey. Lieber Kerl, echt lieber Kerl. Ist immer wieder faszinierend, wie sympathisch der in manch anderen Dingen sein kann oder wie unbedrohlich, sagen wir mal so, weil ich meine, seine Ansichten sind nicht so, dass ich sagen würde, da ist irgendeiner gefährdet, mal aus Versehen dessen Ehefrau, Freundin oder so zu werden, weil seine Ansichten generell, was Beziehungen und so angeht. Und er sagt ja immer, er braucht keine Freundin, er braucht keine Freundin. Quatscht aber ständig davon, irgendjemanden, ne, so für sich zu gewinnen. Aber nur für so eine Nacht, ne, weil mehr braucht er nicht. Wo ich mir dann denke, ja, Schatz, so gut sieht auch wieder nicht aus, dass sich eine Frau denkt, ich hab heute nichts zu tun. Die Waschmaschine läuft noch. Könnte ich doch eigentlich mal den kurz daten oder was? Ich verstehe. Ja. Also, ja. Ich kannte mal so einen, der hat. Sein bester Freund meinte dann, hast du wieder im Kindergarten gewildert, weil er sich halt wirklich nur mit jungen Frauen abgegeben hat, die noch nicht durchgestiegen sind, wie flach er eigentlich ist. Wie wenig Anspruch man haben muss, um mit ihm zusammen zu sein. Das war auch ein ganz lieber. Der hat auch gut ausgesehen. Aber es ist. Ich finde es immer wieder faszinierend, weil ich gucke mir das Ganze ja sozusagen als unbeteiligter Zuschauer, Schauspieler. Ja, das war ein Freundschaftsversprecher, weißt du? So als unbeteiligte Zuschauerin gucke ich mir das manchmal so an bei anderen Beziehungen und denke mir immer so, muss Liebe schön sein, wenn man dadurch so blind wird? Ich meine, jede Beziehung ist natürlich Arbeit, klar, ne? Man muss miteinander klarkommen und die Fehler des anderen einerseits akzeptieren, andererseits aber auch eben sie irgendwie auch fast schon lieben lernen. Also zumindest die Fehler, die jemand nicht beheben kann, in dem Sinn. An sich arbeiten kann man ja immer. Aber wenn ich dann so mitkriege, als er dann meint, ja, er nennt mich ja beim Nachnamen, also er nennt mich nicht beim Vornamen. Obwohl er das bei anderen zum Beispiel nicht macht. Also ich weiß es nicht, ob er da eine gewisse Distanz schaffen will oder so. Also so, einerseits ist er sehr respektvoll mir gegenüber und manchmal fragt er auch irgendwas, wo ich mir dann denke, macht er sich da wirklich Gedanken drüber, was er gerade eben losgelassen hat oder ist das. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, der macht sich da echt keine Gedanken. Der meint das nicht böse. Der ist halt einfach so, wie er ist. So. Du willst nicht, du hast sie Wolle. Hat gar nicht lange gefackelt hier. Machen wir uns. So, die Behaarten sind ja eher im dunklen Wald, ne? Also die rennen ja nicht unbedingt hier rum. Okay, hier ist nix. Da sind welche. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich sehe sie. Oh, zwei Dück. Drei Dück. Okay, ist hier oben noch irgendwo was? Nö. Wo ist er? Hier. Schön. Schön. Es macht aber auch Freude hier dieses Jagen, ne? Jagen von
Kalium. Das da unten? Oh, cool. Dankeschön. Fürs Helfen. Tim, 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 tim. So, 1 Uhr quetscht. Ach ja, der Hodari müsste ja schon wieder längst da sein, oder? Wo sind wir? Nee? Der gammelt noch in der Kneipe rum. Wieso hab ich denn da Fähnchen? Finde Beweise. Ach so. Ach Gott, ich hab einen Auftrag. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Obwohl, ja, irgendwas hatte sie da erwähnt, ne? Ich war von Sonstiges abgelenkt. Ach süß, jemand erzählt uns von der Hitzeburz. Ist ja lieb. Heißen Dank. Warte mal, hat er auf Deutsch? Heißen Dank. Es lieb. Auch wenn ich es nicht gebrauchen kann, aber wenn sich jemand Mühe macht, muss man das unterstützen, ne? Aber auf jeden Fall hat derjenige eben gemeint, da er ja mit der deutschen Sprache, obwohl er hier aufgewachsen ist, ein bisschen hadert, weil seine Eltern nicht Deutsch sprechen. Und da passiert es halt manchmal irgendwie falscher Artikel oder keine Ahnung, das Verb wird nicht korrekt gebeugt. Aber wenn ich jetzt wirklich jedes Mal korrigieren würde, also wie gesagt, so richtig unbeliebt möchte ich mich auch nicht machen. Und er hat es ja nicht verlangt. Also wenn, normalerweise ist es so, wenn ich mit jemandem rede, zum Beispiel mit meinem Bruder, war das so, da habe ich dann, wenn er was inkorrekt gesagt hat, habe ich das dann in der Antwort, also seinen Satz in die Antwort eingebaut und dann eben korrekt ausgesprochen, sodass er das bei dem Beispiel mitbekommt, ohne gleich irgendwas falsch. Weil er so vom Typ her das wär eben nicht gut bekommen. Beziehungsweise ich bin auch von mir ausgegangen, weil immer wieder ne, Kritik nimmt falsch. Das will man ja auch nicht dauernd hören. Und dann so eine sanfte Korrektur war bei ihm eigentlich ganz passend. Bei der Kollegin, die ich jetzt zum Beispiel habe, die kann das ab. Korrektur. Das ist kein Problem. Die ist da. Achso, die ist ja am See. Am Dash. Da kann man korrigieren, ohne dass die eingeschnappt ist oder so. Und die macht ja auch viel, viel richtig. Von daher, ich korrigiere da jetzt nicht wirklich jeden einzelnes Wort. Also hätte ich auch viel zu tun, ne? Also ich meine, bin ja nicht die Lehrerin, also was soll das? Puh, ich bin nicht gewohnt, dass Leute so weit hier rauskommen. Wie geht's dir heute? Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Sag's aber nicht meinem Papa. Nach der Beerdigung habe ich mich davongeschlichen und mir den Einsturz angesehen, wo meine Mama gestorben ist. Ich habe kaum mehr als Geröll gefunden, aber eine Sache war da noch. Das Ding war ziemlich ramponiert, aber ich wusste, dass es die Anstecknadel war, die Papa ihr gegeben hatte, als sie sich verliebt hatten. Erst dachte ich, dass ich sie ihm vielleicht bringen sollte, aber dann habe ich entschieden, dass ich sie lieber dort lassen sollte. Sie liegt immer noch dort und ich hoffe, dass er sie eines Tages findet. Ich denke, das würde ihm helfen. Der Sprengstoff, an dem ich gerade arbeite, könnte etwas Silber gebrauchen. Ich würde es ja selbst sagen, aber... Oh, du weißt ja. Ja, du kommst bald wieder, nicht wahr? Blümchen. Also... Aus den Blumen kommen die irgendwie viel öfter, das kann doch sein. Obwohl, von denen gibt es auch viel mehr, ne? Also von daher... Reine Statistik. Reine Statistik. Oh, da ist noch ein bisschen Palium. Was ist wichtiger? Nee, die ist wichtiger. So. Hallo.
Zugleich! Zugleich! Yay! Sehr schön. So, Dari, kommen Sie mal ran hier. Da hinten ist jede Menge Stein. Kloppen wir mal noch weg. Oben ist auch noch ein Stückelstein. Nee. Das soll nicht mal stehen. Obwohl, komm. Das kleine Zeug, das lassen die meisten ja auch stehen. Mach ich's mal weg. Kleiner geht's ja nicht. So, wo beam ich mich hin, um am schnellsten zum Leuchtturm zu gelangen? Doch auch. Auch dünner. Nee. Kannst du knicken. Das ist derjenige, der sich beschwert hat, dass wir morgens alle wie Mumien da sitzen. Und kein, ey, ja, super, dass du da bist. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht dafür da. Die Mumie ist nicht dafür aus dem Grab gestiegen, um dich zu belustigen. Aber da mich heute sowieso schon so genervt hat, habe ich keinen Bock gehabt, mit dem mich noch großartig weiter zu unterhalten. Problem ist, ich unterhalte mich halt jetzt in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel mit ihm. Er ist halt so ein Redelsführer, ne? In der Pause da quatscht er halt jeden voll und gibt Tipps über Zeug, das einen überhaupt nicht interessiert. Der ist clever. Der kann sich unfassbar viel Schrott merken. Und die Zusammenhänge, die sind so hanebüchen. Und dann kommt er von einem Thema ins nächste, wo mein Hirn dann sagt, nee, das ist Overlord. Also vor allen Dingen, wenn du dann bei einem Thema dann sagst, ja, das ist aber unlogisch, so und so, und dann kommt er mit dem nächsten Thema, was wie gesagt nichts damit zu tun hat, als Erklärung für Thema 1. Hä? Also er müllt einen so mit Infos zu, dass man irgendwann halt einfach aufgibt und so wie meine Oma ihren Ehemann, also meinen Opa behandelt hat, im Sinne von, wenn er nämlich so diskussionsfreudig war und mir haben gesagt, disputiert bis aufs Messer, also diskutiert bis man aufgibt, hat meine Oma dann immer gesagt, ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe. So ging das dann jahrzehntelang gut zwischen den beiden, wo ich mir dann sagen würde, nö, da bin ich, ich komme nach meinem Opa, nach meinem Vater, ich bin auch sehr diskussionsfreudig. Ich werde dann aber auch, kann dann auch grantig werden, wenn jemand halt sich so jedweder Vernunft entgegensetzt und sträubt. Das fand mein Vater ganz toll, der hat dann unfassbar gerne diskutiert. Nicht unbedingt mit mir, aber generell hat er sehr gerne diskutiert. Und er war sehr rechthaberisch. Bup, bup, bup. Mein Opa hingegen war insofern... Shit. War insofern ich habe ja gar keinen Platz, so rechthaberisch und diskussionsfreudig mit mir. Ah, ich kann das Ei ja noch essen.
dass er mal irgendwann zu meiner Oma spätabends, als sie im Bett saßen und mit noch mit ein bisschen miteinander gequatscht haben, dann meinte, oh, heute war ein schöner Tag. Ich habe meinen Namen. Ich habe heute mal wieder richtig zur Weißglut getrieben. Da hatte der richtig Gaudi dran, der Sack. Das hat er mit meinem Vater wahrscheinlich auch gemacht, wie der klein war. Deswegen ist mein Vater bei Diskussionen, also wenn man dann partout nicht eingesehen hat, dass er recht hat, da ist er dann bockig geworden und hat dann das Silent Treatment, also hat dann gar nichts mehr gesagt. War eigentlich auch ganz gut so, weil er wurde sehr schnell sehr aufbrausend und da hätte Ungünstigeres dabei resultieren können. Aber das konnte ich natürlich wieder auf den Tod nicht ausstehen, ignoriert zu werden. Da war ich dann grantig. Beziehungsweise, das hat mich fast zur Verzweiflung getrieben. Ne? Also, wenn du dann ums Verrecken nicht mehr acknowledged, wie heißt das auf Deutsch? Wenn du nicht mehr beachtet wirst, das konnte ich dann auch auf den Tod nicht ausstehen. Also da oben ist gar nichts am Leuchten. Also es ist nicht das Gebiet, was ich absuchen soll, oder wie? Sechs Meter, sieben Meter. Also entweder da oben drauf, glaube ich eher nicht, weil wie soll ich da hinkommen? Oder innen drin, ne? Obwohl, ja, das ist dann die Kaschemme da unten, ne? Die Kammer, die Kellerloch. Das Kellerloch. Das ist immer. Ne? Ich soll jemanden korrigieren, dabei bin ich selber zu dusselig, die richtigen Artikel zu benutzen. Ein Brief von Z. Darf ich den lesen? Scheiß aufs Postgeheimnis und so, ne? Brief von Z. Zed, ich weiß, es gab ein Missverständnis wegen des Geldes, das ich für den Mairi-Jungen dagelassen habe. Ich habe eine Wette mit ihm verloren und ihm seine Schulden im Gegenzug zurückgezahlt. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, meinen Pfotenabdruck auf den Umschlag zu setzen. Ich schätze, ich werde in letzter Zeit nachlässig. Dein alter Kumpel Seki. Ach, siehst du mal. Zed, ich weiß, es gab ein Missverständnis wegen des Geldes, das ich für den Mairi-Jungen dagelassen habe. Ich habe eine Wette mit ihm verloren und ihm seine Schulden im Gegenzug zurückgezahlt. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, meinen Pfotenabdruck auf den Umschlag zu setzen. Ich schätze, ich werde in letzter Zeit nachlässig. Dein alter Kumpel Seki. PS, wenn du nächste Woche Lust auf eine Runde Karten hast, ich bin in der Stadt. Ach, ich hab doch ganz tief gewusst, dass der Seki eine ganz dufte Type ist. Das waren alles nur die Umstände, die, ne? Und dass er vor allen Dingen auch nicht die Anerkennung und den Lohn dafür haben will, finde ich super cool, ehrlich gesagt. Finde ich super cool, ehrlich, ne? Sowas mag ich, ne? Da gibt es doch auch diesen Satz, achte nicht darauf, was die linke Hand gibt oder zähle nicht, ach, Scheiben lassen, das ist jetzt, weiß ich es noch nicht mal. Also nicht darauf zu achten, was die rechte oder die linke Hand gibt. Im Grunde genommen eben nicht gegeneinander abzählen, was man Gutes tut, sondern mit beiden Händen eben zu geben. Das finde ich schon. Es ist nicht aufzuzählen und so. Und andererseits, ich meine, er hat ja das mit ihm gemacht. Also Seki hat ja das mit Rev gemacht, was mit ihm gemacht wurde. Und von daher denke ich doch, dass er auch ein bisschen Schuldgefühle hatte. Zu Recht auch, ne? Macht man halt nicht. Nur weil man selber beschissen behandelt wurde, dann anderen das selber anzutun, ist ja schon uncool. So, Hodari, wo ist immer dann? Wir sind da hin, das ist schon mal sehr schön. Da bist du in der Nähe. Passt ja wie die Faust aufs Auge.
Wir haben wieder hier Motten. So, dusseliges Blümchen dazu. Hallo, mein Freund. Na du? Deswegen gibt er wahrscheinlich auch nicht die Anstecknadel so ne, freigebig, weil die Anstecknadel von ihm müsste ja sozusagen beim Leichnam seiner Frau und so. Was soll ich heute Abend nur kochen? Entschuldigung, es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Tut mir leid, das zu hören. Es ist in Ordnung, ich lasse mich gern ablenken, wenn es um dich geht. Oh. In den Minen ist es. Ein bisschen heller ist es. Seit du mir geholfen hast, da geht die Arbeit viel leichter von der Hand. Was hättest du gern? Wenn du ein bisschen Eisen übrig hast, gib mir bitte was ab, ja? Ich könnte welches für die Stützen gebrauchen, die ich gerade in der Mine aufstelle. Aus Eisen könnte man Nägel machen, ne? Das verstehe ich schon, aber ich bin mir nicht sicher, was du sonst mit dem rohen Eisenerz machen willst. Danke, damit kann ich die Stützen aufstellen, bevor du Omo sagen kannst. Omo. Du gehst so zeitig, Liebling? Jo. Ab der Mine. Und du wohnst halt so weit weg. So weit weg. So, pass mal auf. Machen wir das mal. Flotti Karotti hier. Ich habe eh keinen behaarten Tausendfüßler gefunden. Und die paar Glühwürmchen, die ich jetzt eingetütet habe, eingesackt habe. Die machen den Kohl jetzt nicht wirklich fett, das ist aber auch egal. So, schmeißen wir mal raus. Raus. Raus, raus, raus. Raus. Noch irgendwas? Das raus, das raus. Raus. Die raus. Jo. Gut. Müsste es gewesen sein. Oh, nicht gescheit gegossen hier. Halbfertige Arbeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Karotten machen mehr Unkraut als sonst. War das nicht so, dass die Karotten weniger Unkraut machen sollen? Aber irgendwie hat das denen keiner gesagt, hä? Der Arbeitsauftrag nicht korrekt gelesen. Ist noch was dran? Nö. Der Major. Die Kartoffeln. Karotten. Und das. Gut. Was haben wir hier drin? Bitteschön.
Einer von uns hat eine 6 geschrieben in der Mathearbeit. Das weiß ich jetzt schon. Weil er nämlich gesagt hat, er hat einfach nur den Namen draufgeschrieben und hat es abgegeben, weil braucht er nicht. Da hast du doch echt Spaß, ne? So als Lehrkraft. Wenn du mit so Leuten zusammenarbeiten musst. Er weiß, was er braucht und das macht er. Alles andere ist ihm egal. Wo ich mir dann auch denke, jo, der Chef wird bestimmt Spaß mit dem haben. Andererseits, er weiß seine Stärken und seine Schwächen. Also von daher, wenn er damit fährt, gut fährt, als Busfahrer, 1 Euro. Ich finde das immer wieder faszinierend, wie manche Leute durchs Leben kommen. Ich meine, der ist ja auch schon 3x7 alt, ne? Mit so einer Einstellung, dass das funktioniert bei manchen Leuten. Ich meine, gut, es hat ja nicht wirklich funktioniert, sonst wäre er ja nicht auf einer Schulung, ne? Achso, nee, ist schon. Hat noch, brauche ich gar nicht. Der kriegt da noch ein bisschen nachgepfeffert und das war's. Alles andere ist nicht nötig. So. Pass mal auf, ich gehe zuerst meinen Krempel rausschmeißen, weil ich krieg gleich wieder gesagt, dass ich nichts aufnehmen kann, so wie ich die Sache hier kenne. Ja, hätte ich nicht aufnehmen können. Hat sich da oben reingesackt. Das da brauche ich eigentlich gar nicht. So, auffüllen. Auffüllen. Habe ich gar nicht so viel zum Auffüllen. 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 Oh, passt perfekt. Ein Platzhalter da, der Rest. Dam. Schmeiß ihn da rein. Ich hab wieder den da. Nee, brauch ich ja gar nicht hier. Was tue ich denn da rein? Ja, am besten nix, so. Dann habe ich auch ein bisschen was frei. Passt schon. Nehme ich mal ein Mädchen mit. Was das? Jo. Ach so. Ist ja Palium. So, noch 55 Minuten. Ich habe nur 3 PCs angequatscht. Mein Soll ist noch nicht erfüllt. Habe ich noch irgendwas zum Abarbeiten? Die normalen Pfeile noch ein bisschen rein. Wie viel waren es?
Aber mal so, da habe ich hier zwei so ein bisschen beieinander wenigstens. Mal so ein bisschen schick aussehen, damit ich ein bisschen Plan habe. Dann schmeißen wir das rein. Das schmeißen wir da rein und gut ist. Saatgut da hinten. So, ich zeig dir jetzt mal was ganz Schickes von dem Kollege erzählt. Achso, das habe ich ja gar nicht hier. So viel dazu. Wo haben wir das Ding? Die Testobjekte haben wir doch hier, ne? Haben wir doch. Genau. Wie man sieht, kann man da einen Steg bauen. Wie Six gesagt hat. Man kann jetzt aber vorne an diesem Holz keine Steinplatte mehr dran machen. Man müsste. Also man kann tatsächlich Holz hier noch machen. Also ich könnte hier eine ganze Platte drüber klatschen. Aber Holz kann man da nicht dran machen. Stein kann man da nicht mehr dran machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass man Holz generell nicht mit Stein kombinieren kann. Glaube ich aber nicht, weil ich habe ja auch die Kisten, habe ich, wie ich das wollte, gemacht. Weil sieht man ja, ne? Da oben ist ja auch Holz dran, also von daher. Hä? Ich habe ja mitgekriegt, dass jemand von euch, soweit ich gelesen habe, Kerstin, lass mich nicht lügen, ich glaube, Kerstin hat gemeint, dass sie ein Baumhaus bauen möchte. Das finde ich ja eine geile Idee, ne? Finde ich eine ganz richtig geile Idee. Wir haben halt zwar nicht so richtig hohe Bäume, aber generell finde ich die Idee schnieke. Die Platte würde ich dann halt nicht zu hoch machen, also nicht über die Krone. Weil das da ist schon ein bisschen zu hoch, aber ich wollte halt rumexperimentieren. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt zwei solche Gebilde machen würde, könnte ich die nur bedingt aneinander stellen. Ich müsste da sehr, sehr fummeln, weil ich kann nicht im Grunde genommen von hier unten anfangen, hier rüber, hier rüber, hier rüber und versuchen nach unten zu bauen. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Das geht auch, so wie ich das verstanden habe, gar nicht. Da dachte ich, ich mache einen Trick und stell die hier unten alle auf den Boden, weil ja der Boden dann die Verbindung ist. Und dann weiß ich, wo ich hocharbeiten muss. Funktioniert aber auch nicht, weil ich dann die in der Mitte nicht wegnehmen kann. Weil sozusagen die vordere Kiste, die dann hier wäre, wäre dann ja mit der nächsten Kiste verbunden, mit der Kiste, mit der Kiste, mit der Kiste und dann mit der. Und da kann man dazwischen nichts wegnehmen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ungünstig. Also man muss, so wie beim Zaun auch, im Grunde genommen super gut vorplanen, damit man den Zaun in einem Rutsch ziehen kann. Weil man, wenn man dazwischen irgendwas wegnimmt, was beim Zaun ja möglich ist, dann der irgendwie kack aussieht. Sag mal, was sind denn das für Geräusche, Mensch? Als wären hier Käfer. Das ist voll irritierend. Richtig irritierend. Also so drauf losbauen und dann Dinge wegnehmen, funktioniert leider nicht. Man muss schon wirklich ein bisschen vorarbeiten, beziehungsweise den Plan haben, was will ich jetzt eigentlich tun. Das nimmt ein bisschen die Baufreude, weil, ne, die Idee kommt ja meistens beim Bauen. Aber generell ist es schon eine feine Sache da, ne? Drauf loszubauen, was man so will, ist schon cool. So, warte mal, ich mache gerade noch Sernuk-Fleisch da rein. Ich muss ja noch zu Seki ein bisschen was kaufen, um an die Münze ranzukommen. So, wo ist das Fleisch? Hier ist das Fleisch. Gudi. Ist hier schon wieder was fertig? Es ist doch erst 1 Uhr. Hm? So, bitte fein. Dann lasse ich das mal durchlaufen. So.
Möpse. Ja. Reicht vollkommen. 8000 Quetsch. Das ist eine schöne Stange Geld. So, jetzt gehe ich noch zu Rap und dann. Stunde ist schon rum. Stunde ist schon voll, Mensch. Ich gucke mir halt gleich noch ein Steuerungssystem an, von dem heute der Mathematiklehrer erzählt hat. Weil, wie gesagt, nur weil. Mathematikarbeit sehr gut gelaufen ist, aber ich irgendwelche Klopse noch drin habe mit Schludrigkeitsfehler, hat sie erwähnt. Aber sie hat mir nicht gesagt, was. Das macht mich natürlich jetzt ein bisschen irre, ne? Weil ich wissen will, ich habe es ja zweimal kontrolliert. Ich hatte ja am Ende noch ein bisschen Zeit und habe es zweimal kontrolliert und habe es. Ja, ich habe nichts gefunden, was ich irgendwie total verbockt hätte. Wie geht's dir so? Meine Frau Thailin liebte die Sterne. Ihre Lieblingsgeschichte handelte vom Sternbild der Liebenden. Sie hat die Geschichte tausende Male erzählt. Ich kann ihr gar nicht gerecht werden. Vielleicht kann Hassian sie dir erzählen, wenn du ihn danach fragst. Sie war schon immer eine seiner Lieblingsgeschichten. Manchmal mache ich mir etwas Sorgen um Hassian. Er kann so beschäftigt sein, dass er vergisst, etwas zu essen. Wenn du ihn dir das nächste Mal siehst, könntest du ihm vielleicht eine Schüssel Sernuk-Nudeln mitbringen? Die mochte er immer am liebsten. Also, was hier sehr deutlich wird, die Vater-, also die Eltern-Kind-Beziehung ist eher so von Schwierigkeiten geprägt, ne? Würde ich doch glattweg mal sagen. Also, Tisch war zu klein, um die Eltern noch wirklich in Erinnerung zu haben. Kaleri und Eloisa hatten eine schwierige Beziehung mit dem Fadi. Und der Witz ist, ne? Derjenige, mit dem sie die Schwierigkeiten haben, ist auch immer derjenige, der sie am meisten prägt. Ne? Also von Kaleris Mutter hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Nee, Kartoffeln hätte ich noch. Zwiebeln nehmen wir dann einfach mal. Wir haben jetzt schon wieder 2 Uhr nachts und ich habe schon wieder vergessen. Ja, kommt. Ja, ist drum. Rev pennt jetzt eh. Nee, der müsste noch unten sein, ne? Ah, das ist so knapp, da komme ich nicht mehr hin. Da komme ich nicht mehr hin, oder? Eine halbe Stunde hätte er noch. Kriege ich das gerade noch so hin? Bis das geladen hat, ist wahrscheinlich da unten zu. Dann, Jell möchte seiner Mutter gerecht werden, der berühmten Schneiderin. Siki hat seinen Fadi zutiefst geliebt, also seine Mutter war schwierig, also irgendwie sieht man da einen roten Faden, sich durch Themengebiet schlängeln, ne? Kendi hatte Stress mit dem Fadi. Ja, endlich mal dich zu sehen, ne? Was kann ich für dich tun? Ich habe von einem Brief. Achso, ich muss den zeigen. Ja gut, ich habe den ja in der Hand. Puh, du denkst, das zählt als Beweis? Ja. Ja, genau, ja. Ach, komm schon, das hätte leicht gefälscht werden können. Du machst dir etwas vor. Seki muss von der ganzen Sache gehört haben und wollte nur die Lorbeeren ernten. Das ist genau die Art von Dingen, die er tun würde. Dann hätte er es gesagt. Das ist es wirklich nicht. Wenn er die Lorbeeren ernten wollte, warum sollte er sie verstecken? Ha! Ich bin keine Hilfe, wenn du nicht zuhörst. Ich glaube sogar, dass Flossmann ihn reingelegt hat, was? Okay, was mache ich jetzt hier? Kriege ich die Arschantwort? Oder kriege ich die Verständnisantwort? Ich bin keine Hilfe, wenn du nicht zuhörst. Ich weiß, dass es so aussieht, als wäre ich einfach nur stur, aber ich bin aus einem bestimmten Grund stur. Seki tut nicht alles, nur um ein netter Kerl zu sein. Das stimmt. Er möchte wahrscheinlich auch sein schlechtes Gewissen beruhigen.
Es ist schön, dass du so vertrauensvoll bist, Sally, aber diesen Luxus habe ich nicht. Dieser Z-Typ könnte mich verletzen. Oder Tisch. Wenn du mir nicht hilfst, der Sache auf den Grund zu gehen, werde ich es selbst tun. Ach, Kerl. Ich bin nicht besonders kreativ, visuell meine ich. Heutzutage hat Kish ja Gel, und wenn sie Inspiration braucht. Aber als ich früher Lehrling war, habe ich eine Schmuckflügellibelle gefunden. Ich weiß, Insekten zu fangen ist keine Entschuldigung dafür, das Tischlein zu vernachlässigen, aber hör zu. Ich habe sie zu Tisch gebracht und über Nacht hat sie etwa 20 Entwürfe für neue Wohnzimmermöbel ausgebrütet. Sein Mund leuchtet komisch. Ich habe mich da wie ein ziemlich toller großer Bruder gefühlt. Ashura liebt Häsling über alles. Wenn ich ihm dieses Gericht serviere, habe ich immer die Befürchtung, dass es für die anderen Gäste nicht mehr übrig bleibt. Nichts mehr übrig bleibt. Wie viel habe ich bei dir an Punkt? Oh ne, ich habe ja letztens Essen gekauft. Okay, gut. Okay. Was wäre denn am meisten wert? 17 Gold, 42 Gold, 46 Gold, 58 Gold. Vier Gold mehr. Für 25 Münzen. 25 Münzen, das wären dann hier 12 Gold mehr. Warte mal. Stimmt, sind auch 12 Gold mehr. Tatsache. Wie viel kriege ich hierfür? Ich krieg da nur 17 Gold für 100. Warte mal. 34. 1 Gold, krieg ich da 1 Gold, werde ich da um 1 Gold geprellt? Oder kriege ich 1 Gold mehr? Warte mal. Das sind nur 8,5, ne? Ha. Warte mal, 34. Eigentlich werde ich da um 1 Gold verarscht. Also wäre es tatsächlich, wenn es mir nur um Gold geht, wäre es klüger, die Dinger hier zu kaufen und zu verscheuern, weil ich dann sozusagen 0,5 Gold mehr kriege. Hm. Ja, eigentlich schon, ne? Wenn es mir um Fokus geht, ist es natürlich was anderes. Aber ich kann ja auch, wenn es mir um Gold geht, da unten die Dinger spielen, ne? Nee. Da war was, ne? So, ich gehe mal bei einer vorbei, den mal ein bisschen wieder anschmusen. Der wird ja um 4 Uhr auch wieder auftauchen, beziehungsweise um 4 Uhr ist ja auch Jill noch da unten. Und dann haben wir es für heute. Dann habe ich 6, 7... 8 10 Leute angequatscht, kann das sein? Nee, verwechsel ich jetzt mit gestern noch dazu. Da verpeile ich jetzt was. Es waren 3 drüben in Bahari und hier waren es jetzt Rev. Habe ich mit Seki geredet? Nee, ich habe nur den Brief von ihm gelesen, deswegen. Also doch nur 5. 6. 6 Leute. Wenn ich jetzt noch einer und Jill abpasst, dann 6 Leute. Nee, Sifu, 7. Das sah aus, als wäre ich hier ganz locker hochgelaufen. Männchen. Oh ne, der ist ja schon auf dem Weg nach Hause dann. Der ist schon längst
geht ja relativ langsam, aber schnell genug, dass er jetzt schon weg ist, ne? Windeswegs. Oh, vielleicht kann mir ein Päuschen helfen. Na, Hallöchen. Leider kann ich nicht vorhersagen, wann mich die Inspiration ereilt. Manchmal habe ich sie zum Beispiel mitten in der Nacht. Viele berühmte Künstler gingen schlafen und wachten auf, wann es ihnen passte. Wenn ich nicht jeden Morgen den Laden aufmachen müsste, dann könnte ich vielleicht mal ausschlafen. Ich suche schon seit einer Weile nach, nach Material für meinen neuesten Entwurf. Sag mir Bescheid, wenn du Albino-Aale herumschwimmen siehst. Aus ihrer Haut lassen sich einzigartige wasserdichte Schuhe machen. Ja, ich hab dir jetzt genug Zeit gestohlen. Ja. Du hast ja nicht mich angesprochen, ich hab dich angesprochen. Oder willst du mir was sagen? Er ist auch ein bisschen sehr selbstkritisch. Ein Leuchtender. Geil. Eine Kniebeuge. Dich brauche ich nicht. Hallo. Oh, ich habe mich auf deinen Besuch gefreut. Du siehst aus, als lege dir eine Frage auf den Lippen. Es ist schön, dich wiederzusehen, Sally. Unsere täglichen Gespräche bringen mir viel inneren Frieden. Ich mag sie auch, Aina. Bitte komm auch in Zukunft oft vorbei. Ich würde dich sonst sehr vermissen. Sally, ich bin froh, dich zu sehen. Gil 511 hat derzeit Magen-Darm-Beschwerden, weil er zu viel Schokolade gegessen hat. Was fütterst du nur dein Fischkram mit Schoko? Was soll ich tun? Lass ihn sich ausruhen. Na gut, Medikamente, die kackt da eh aus. Ausruhen? Ausgezeichneter Rat. Ich werde Shane aufsuchen, denn er ist ein erfahrener Mediziner, um zu sehen, ob er meinen Gil helfen kann. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Warum rede ich hier an der Leute vorbei? Rede ich Chinesisch? Komm morgen wieder und ich werde dich über Gils Zustand informieren. Jo. Ich habe doch gar nicht Medizin getippt. Das wäre doch Shanes Metier. Aber hä? Oder habe ich mich gerade eben verklickt? Bin ich doof oder was? Ich habe nach einem besonders lebhaften Bahari-Krebs gesucht, der mir Gesellschaft leisten könnte. Ja, lebhaft, ne? Wenn du den mit Schokolade fütterst, ist ja kein Wunder, dass die bald nicht mehr lebhaft sind. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Ich verspüre etwas Ähnliches wie emotionalen Durcheinander? Sturm? Turmeln ist mehr so, nicht unbedingt Verwirrtheit, aber mehr so irgendeine Art von Verwirrtheit, ne? So die Richtung. Aufregung im Sinne von Verwirrtheit, so würde ich übersetzen wollen. Ich werde mir heute definitiv mal wieder ein paar Mathematikaufgaben raussuchen und halt das mit dem Steuerungsprogramm mir mal angucken, was ich da für Infos finden kann. Excel habe ich mir zwar letzte Woche angeguckt, aber es war ja auch nur rudimentär. Wenn man es für irgendwas gebraucht, ist es ja was ganz anderes, ne? Also benutzen, dadurch lernt man ja auch mehr. Die Grundlagen zu kennen ist ja schön und gut, aber ich muss es ja auch für irgendwas nutzen. So, quatsch mal noch
Kenyatta an vielleicht? Warte darauf, dass sich Shrev beruhigt. Ist Kenyatta nicht mal hier oder was? Wo ist denn die? Die kommt jetzt erst. Ah, oh, warte mal, Auni. Den quatsch mal noch an, dann haben wir auch 8 Leute abgehakt. Gehst du auf ein großes Abenteuer? Ah ja. Du solltest mehr auf Eloisa hören. Ja, nee, ist klar. Nur weil sie manchmal seltsames Zeug redet, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist. Das stimmt schon. Wie gesagt, ihr seid ja schließlich eine ganz neue Umgebung. Und wenn Bäume brennen, ohne dabei abzufackeln, sollte man vielleicht den Quatsch, den die so erzählt, nicht völlig abtun. Ich habe Tisch neulich gesehen, wie sie ein paar super tolle Torten gegessen hat. Ich glaube, man nennt sie Betty Fuhr. Wie auch immer. Ich würde lieben gerne welche probieren. Okay. Ich habe den Wink verstanden. Wink mit Zaunfall, ne? So, Kaliri lade ich auch mal rein vorbei. Ja, Entschuldigung. Oh, wieder zurück. Ja. Gelegentlich kommt der Zeitungsjunge auf seiner Tour vorbei. Was machst denn du immer mit deiner Wand da hinten, Schatz? Seine Nase steckt er normalerweise in Bücher über Abenteuer, Heldentum und das Übernatürliche. Gelegentlich greift er zu Büchern über Erfindungen und Maschinen. Vielleicht tut er das für das junge Mädchen an der Bucht? Ja, Motivation ist alles, ne? Ich habe nur selten die Gelegenheit, die Bibliothek zu verlassen, um etwas zu essen. Wenn ich überhaupt einmal zum Essen komme, fröne ich meiner Vorliebe für Fisch. Doch zu fischig darf es nicht sein. So etwas wie Rotflosse könnte genau meinen Geschmack treffen. Schön für dich. Und meine Stalker-App hier auf Steam zeigt mir gerade, dass Six mal wieder in Paria ist. Der geht jetzt bestimmt auf Glühwürmchenjagd. Bereitet sich noch vor und dann wird losgezottelt. So, ist hier oben ein bisschen... Nee. Da oben ist Kupfer, brauche ich aber nicht. Hier nehme ich noch ein bisschen Stein mit. Echt jetzt? Ja, hinter mir irgendwo, ne? Veräpplungskäfer. Von dem soll es ja auch ein Plüschi geben. Der ist jetzt zwar von der Größe her ein bisschen winzig, aber eigentlich auch ganz knuffig. Also Marienkäfer, dann die Monddingensmotte. Obwohl. War es überhaupt die Mondmotte? Ich meine ja, deswegen hat ja Six die versucht zu fangen. Es war ja nicht die normale Kilima-Motte. Ne, die sieht auch ganz anders aus. Die Kilima-Motte haben wir ja mal ganz von Namen betrachten können. Wenn man mit der Kameraperspektive ein bisschen spielt, sieht das schon cool aus. Dann sieht es so aus, als wäre sie so riesig, dass man selber sich in einem japanischen Horrorfilm wiederfinden wollen würde. So, schmeiß mal raus. Dich. Da habe ich schon 2. Ich könnte eigentlich... Pass auf, den schenke ich irgendwann mal Auni. Einfach weil... Einfach weil. So. Okay, komm. Stein. Wie viel habe ich denn jetzt? Achso, es wird nicht angezeigt. Nur wenn ich das hier aufmache.
Ah ja, doch. Hab hier noch jede Menge Kisten. Ich brauche mal Platten, ne? Genau. Um da hinten dann an dem Teich noch ein bisschen dran rumzupopeln. Das kann ich noch verkaufen. Gut, verkaufen wir die. Das lasse ich durchlaufen und mache die dann auch in die Kiste, weil ich ein bisschen was in petto habe. Für die Pfeile zu machen, brauche ich ja gar kein verarbeitetes Holz, ne? Ja, genau. So. So wahnsinnig viel von den Blumen habe ich ja gar nicht gesammelt, aber ich kann zumindest mal einen Sack voll machen. Und dünn, 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 dünn. Pelz hätte ich bestimmt auch noch jede Menge. Jo, boah, krass. Und. Was war es noch? Die normalen Pfeile, die da, ne? Oh ja, da habe ich jetzt jede Menge von dem Zeug mal wieder. Was hättet ihr denn gerne? Ah, Quinto aus da. Ja gut, das wollte ja Dings haben, Seki, ne? Der hätte das gern mal wieder. Dann machen wir das vielleicht gleich mal und dut, dut, dut. Die Aquindo-Austern, die waren ein bisschen aufwendiger, glaube ich, zu kochen, ha? Irgendwas war da. Komm, schmeiß einfach alle raus. Wurscht. Wurscht, egal. Und die noch. Ja, hier. Passt. Sind nur 3000 Quetsch, aber passt. Hab ja vorhin schon 10.000 verscheuert. Für 10.000 verscheuert. Ach, wieso geht denn das jetzt schon wieder nicht? Ach so, weil ich. Nee. Kann ich da die Anzahl nicht hochschrauben? Warum nicht? Okay, jetzt geht's. Muss ich nicht verstehen. Gut. So, ihr Leute. Ach du Scheiße. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nie wieder raus aus dem Spiel. Nie wieder raus.